Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play X Rebirth. Ja, wir sind zurück in De Vries seit einigen Parts und haben beim letzten Mal auch diese vermaledeite 300 Nahrungsmitteleinheiten-Mission im Plot endlich abgeschlossen. Die war ja ein bisschen buggy, aber seit Patch 1.1.8 läuft die wunderbar und ohne Problemchen. Also, das haben wir gemacht. Im Plot geht's weiter. Was ist passiert? Bormann von Herz von Albion, der Obermotz, hat uns kontaktiert und hat uns mitgeteilt, dass es im Krieg gegen die Plutarch Mining Corporation im System Albion alles andere als gut läuft. Und die Jungs von Herz von Albion haben da wohl das ein oder andere Problemchen. Und jetzt brauchen sie die Möglichkeit, Flüchtlinge unterzubringen. Und da ist ihnen eingefallen, Mensch, in De Vries, da gibt es ja ein paar Kanteraner, die vielleicht nützlich sein können. Erreiche überlaufende Quelle. Jo, und wir haben daraufhin Übertrage mit Rendezvous-Koordinaten. Nakano gesprochen. Das ist ja der Obermotz von den Kanteranern hier. Und wir haben von Bormann auch ein Mining-Schiff offenbar zur Verfügung gestellt bekommen. Das haben wir noch nicht gesehen. Da fliegen wir gerade hin. Und wir haben jetzt mit Nakano einen Deal am Laufen, dass wir zusammen eine Runde minen, also den Bergbau betreiben, Asteroiden abbauen und sowas und dann den Ertrag 50-50 teilen. Und der war da schon mal sehr angetan, hat aber ganz klar festgehalten, er möchte auf keinen Fall in den Krieg zwischen Plutarch Mining und Herz von Albion mit reingezogen werden, kann ich verstehen. Und er würde aber trotzdem ein paar Flüchtlinge aufnehmen, also es ist kein Thema für ihn. Und ja, ich bin da mal guter Dinge und ja, freue mich jetzt so auf diesen Mining-Part, dass wir das auch mal sehen. Unsere Skoldis ist in der Zwischenzeit ja am Handeln. Da haben wir beim letzten Mal noch ein paar Handelsaufträge gegeben. Die fliegt momentan eine große Runde, verkauft Energiezellen, kauft Weizen und ja, da verdienen wir noch so ein bisschen Geld neben der Story. Aber jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Da vorne ist wohl auch schon, halt, nee, das ist ein Energiehändler, habe ich gemeint. Da vorne ist vielleicht schon das Schiff. So, hier waren wir aber, glaube ich, noch gar nicht. Hier in dieser Zone, Brennkammer. Nö, die sagt mir jetzt nichts, die ist neu. In Ordnung, es wird gleich hier Ui, sein. das sind relativ viele Schiffe da drüben. Und hier ist auch schon unsere Übertrage Missionsmarke. Rendezvous-Koordinaten. Und da springt gerade ein Schiff rein. Haben Das wir das ist auch mal es. gesehen? Rufe sie. Eine Skoldis, ach nett. Herz von Albion-Schiff. Leutnant Kapitän Otani, hier spricht Kapitän Mariah Ryback vom Bergbauschiff Bernsteinschürfer. Es ist schön, Sie hier zu sehen. Danke, Kapitän. Einige Freunde hier werden uns eskortieren. Ein Willkommenskomitee? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Wir stellen nur sicher, dass Sie sicher ankommen. Es ist kein Spaziergang hier draußen. Danke sehr. Fliegen Sie voraus. Alles klar. Zunächst werde ich das Aufklärungsteam durch den Superhighway führen und die andere Seite auskundschaften. Skunk, wollen Sie sich uns anschließen? Klar, hier rumsitzen bringt nichts. Kapitän, Sie bleiben hier bei den kantaranischen Bergbauschiffen. Denken Sie an Ihre Manieren und seien Sie freundlich. Verstanden, Leutnant. Erwähnen Sie nur nicht den Krieg. Ups. Tja, verplappert, okay. Gut. Ja, dann würde ich sagen, düsen wir mal durch diesen Superhighway. Fliege zu feuriger Archon oder Archon. Ich bin mal gespannt, was uns jetzt erwartet. Also, das ist für mich unbekanntes Terrain da hinten. Kennen wir noch nicht. Wir kennen fahle Felsen, blanker Kern und gleißende Wahrheit. Aber wo es jetzt da genau hingeht, also ich glaube nicht, dass es da runter geht. Dafür ist die Strecke zu lang. Ich denke, hier wird es schon noch was geben hier zwischendrin. Hier wird es schon noch einen Sektor geben. Na? Ja, lassen wir uns überraschen, wenn wir dann schon rechtzeitig erfahren. So, wie sieht es mit Windschatten aus? Aktuell? Ja, nix, wie es aussieht. Oh, da drüben ist auch schon wieder mal ein bisschen Weltraumschrott. Halt, hier haben wir ein bisschen Windschatten. So, hier geht's raus, unbekannte Zone. Ach, herrje. Erreiche feindseliger. Hier spricht Halifax. Wir haben hier eine kleine Reaver-Flotte. Sieht so aus, als würden sie sich zum Angriff bereit machen. Das sind genug Reaver, um uns Ärger zu machen. Genau, wir müssen nah beieinander bleiben und dürfen uns nicht aufhalten lassen. Entweder wir machen das oder wir holen die schweren Geschütze. Kapitän? Einverstanden, Leutnant. Sind auf dem Weg. So,
Also, hier gibt's offenbar was zu tun. Ist in Ordnung. Ah, und hier springt gerade wieder das Goldes rein. Sehr schön. Ja, dann hilft die uns. Die hat ja auch ein paar Geschütze. 10 Waffensysteme. Wir geben ein paar Warnschüsse ab, um sie zu vertreiben. Ach, da brauchst du keine Warnschüsse. Voll draufhalten. Wenn nicht, werden sie in größerer Anzahl zurückkehren. Leuchtend? Tun sie es. Jawohl. Greifen an. So, ja dann. Mal wieder ein bisschen unsere Waffen benutzen. Haben wir auch schon länger nicht mehr. So, der erste ist schon weg. Hat sich schon verabschiedet. Wir bereit sein, um Ware zu liefern. Ja, das Blitz meldet sich, alles klar, wir bereit sein. Sicher verstaut im Frachtraum. Gott, wieder ein bisschen gelotet, so ist recht. Und das nächste Schiff, was hops ist. Ja, also das ist auch noch so ein bisschen ein Manko, was mir auffällt. Die KI ist da bei den Raumkämpfen noch nicht so wirklich... ja, gut aufgestellt, sage ich mal vorsichtig. Es ist doch sehr berechenbar, wie sie fliegen. Und ja, schwer ist was anderes. Also die werden wirklich nur gefährlich, wenn sie in großer Menge kommen, in großer Anzahl. Was ist das hier? Maschinenteile, ja, nehmen wir mit. Frachtraum verstaut. Und ich meine, wir haben ja jetzt noch keine tollen Waffen. Also das sind gerade noch die MK1-Waffen. Und, Sprit machen Geschäft, wir senden Bericht. Jo, ist in Ordnung und haben nicht wirklich irgendwelche Probleme. Also ist schade, da kommt vielleicht noch was. Ich hoffe, dass die Jungs noch ein bisschen mehr Power erhalten oder aber einfach eine andere KI, ein bisschen intelligenteres Flugverhalten. Das wäre noch sehr hübsch. Ist ja okay, vielleicht wenn es dann einen Schwierigkeitsgrad gäbe, dass man den selber einstellen könnte, dass man sagen kann, okay, ich möchte halt eine Runde härter haben oder... Für die, die nicht so gerne den Fight-Aspekt haben, sondern die halt mehr wirklich traden wollen, dass man dieses halt irgendwie per Option einstellen kann, wie denn der Schwierigkeitsgrad von der KI sein soll, was den Kampf angeht. Das wäre noch toll, aber vielleicht wird es irgendwann noch nachgereicht. Ich denke, die Prioritäten sind im Moment anders gesetzt von Egosoft, auch verständlich. Es wurde sicher im aber keine Ideen darf man ja äußern. Wir haben sie wohl erledigt. Wir sehen das Gleiche. Ich habe die restlichen Schiffe, die durchgekommen sind, zerstört. Wir können im nächsten Gebiet fortfahren. Okay, nächstes Gebiet. Also hier ist alles grün, passt. So, wie sieht es hier eigentlich aus? Das ist ja nett. Hier haben wir wieder so ein Habitat. Hier ist dieser besagte Weltraumschrott. Ja, und hier, die Nummer scheint richtig groß zu sein. Schauen wir uns kurz auf der Karte an. Also wir haben jetzt hier einen neuen Sektor entdeckt. Feuriger Archon. Und die Zone feindseliger Moloch. So, wie sieht es auf der Karte aus? Okay. Ja, bis dahin war nichts, ne? Also, dann haben wir hier wohl wirklich nur, in Anführungszeichen, nur 4 Sektoren. Ja gut, ist dann so. Können wir nicht ändern. Und innerhalb dieses Sektors haben wir diverse Zonen, wobei wir mittlerweile nur eine kennen momentan. Und die Jungs sind aktuell alle... freundlich, so muss es sein. Ja, dann, also düsen wir mal weiter. Schauen wir, wie es weitergeht. Ab in diesen Highway. So, verlasse den Highway in 170. Ist in Ordnung. Ich habe gedacht, wir wollen hier mal, wir gehen hier zum Minen, aber irgendwie scheint es wieder bloß eine Haut-Drauf-Folge zu werden. War ich wohl etwas voreilig. Oh, jetzt kommt ein Asteroidenfeld. Da sind auch ein paar Grüne dabei. Interessant, was ist das? So, und raus. Erreiche Lavafluss. Lavafluss, mhm. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Oh, oh, schon wieder rot. Ja, aber hier fliegt einiges rum. Nicht schlecht, da kann man viel meinen. Ja, aber die Roten gefallen mir gar nicht da drüben. Eieiei. Naja, da kommt auch schon der Erste. Also das bleibt nicht ungestraft.
Fracht sicher verstaut im Frachtraum. So, wo ist jetzt der Rest? Muss ich jetzt wieder da reinfliegen oder was? Also gut, fliegen wir wieder rein. Verlasse jetzt den Highway. Ja, ich bin doch raus. Erreiche Lavafluss. Warum soll ich jetzt... Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Warum soll ich da jetzt wieder reinfliegen? Verstehe ich nicht. So, was haben wir hier? Erz, okay. Mich würde trotzdem interessieren, was das grüne Zeug ist. Ja, schauen wir halt mal, diesmal mal hin. Wir bereit sein, um Ware zu empfangen. Jo, ist in Ordnung. So, was bist du? Was bist du? Eis! Ah, okay, so sieht also Eis aus. Interessant. So. Also dann düsen wir wieder da rein. Ach, jetzt heißt es patrouilliere. Und per Skript sind schon ein paar neue Gegner gespawnt, okay. Ja, dann machen wir das halt. Komm, dann klatscht mal eine Rakete drauf. Dass wir auch mal wieder Raketen benutzt haben. Und der kriegt auch eine. So, der hält sogar mehr aus, der spinnt wohl. So, zwei Raketen verpulvert, drei kassiert. Das war's. Keine Reaver in Sicht. Wir errichten eine Verteidigungslinie. Hier in der Nähe gibt es ein deaktiviertes Sprungtor. Was? Wird das durch irgendwen bewacht? Wir hatten einige automatisierte Warnsysteme, aber die Reaver haben sie bestimmt schon vor längerer Zeit geplündert. Laut den letzten Expansionsplänen müssen wir diesen Sektor bald zurückerobern. Wenn es dazu kommt, werden wir an den wichtigen Orten Augen und Ohren haben. Sie expandieren wohl. Ja, durchaus. Da ihr uns wieder auf die Füße helft und Plutarch die meiste Zeit die Reaver abhält. Hoffen wir mal, dass sich das Tor nicht in nächster Zeit mit einem Xenon-Sektor verbindet. Ryback hier. Wir sind bereit für die Bergbauoperation. Sollen wir beginnen? Bestätigt. Sieht so aus, als wären wir alle bereit. Wir werden tun, was wir können, um zu helfen. Wo siehst du ein Sternentor? Hä? Also ich sehe hier nichts. Ich sehe hier kein Sternentor. Oh, und unser Schiff wird angegriffen. Das ist nicht schön. Da wollen wir gleich mal was dagegen unternehmen müssen. Ich werde sie zerquetschen wie ein Insekt. Jo, ist okay, mach mal. Morgen wieder. Heute nicht. So. Erste Insekt ist kaputt. Da kommt schon halt. Nee, nicht rufen, sondern voll draufhalten. Und da ist was gedroppt. Jawohl, nehmen wir auch mit. Macht sicher verstaut im Frachtraum. Da hinten ist noch einer, beziehungsweise zwei halt, aber da am Schiff ist, glaube ich, noch einer, der ist ein bisschen näher. Genau. Rakete drauf. So, den hat es zerlegt. Und da kommen die nächsten. Der ist schon wir kaputt. Nur springen, wenn Treibstoff verfügbar. Was, du brauchst keinen Treibstoff? Warte auf neue Befehle, so, zack. So, was haben wir hier schönes? Hackerchips. Sicher im Frachtraum verstaut. Und der nächste. Ja, das geht ja. Die fallen ja wie die Fliegen. Geht ja richtig flott. Ziemlich unspektakulär. Bin nun ich an der Reihe? Ja. Bist du. Ja, aber die droppen wenigstens fast alle was. Sicher im Frachtraum verstaut. So ist ordentlich. Gebt uns vernünftig Waren, dass wir wieder ein bisschen Geld verdienen. Und ich muss unserem Split unbedingt noch ein paar Befehle geben, dass der wieder zu handeln anfängt. Da wehrt sich mal einer. Sehr schön. Aber leider nur kurz. Fracht sicher verstaut im Frachtraum.
So, haben wir jetzt noch ein paar... Hier spricht Nakano, hören Sie? Hier spricht Yisha. Wie können wir helfen? Wir haben hier unbekannte Schiffe, die sich durch den Sektor bewegen. Es können Drohnen oder Aufklärer von Plutarch sein. Sie bewegen sich in ihre Richtung. Können Sie sie abfangen? Wir wollen es nicht riskieren, dadurch in ihren Krieg hineingezogen zu werden. Wie viel Zeit bleibt uns? Nicht mehr viel. Sie fliegen direkt auf euch zu, als würden sie ganz genau wissen, wohin sie fliegen müssen. Wie zum Teufel konnten Sie das wissen? Sie werden uns völlig unvorbereitet treffen. Bernsteinschürfer, bereiten Sie den Sprung vor. Alle anderen bleibt dicht beieinander und fliegt Richtung Highway weg von hier. Ich weiß nicht, ob wir es rechtzeitig schaffen. Gouverneur, wenn Sie uns zu nahe kommen, sind wir gezwungen, uns selbst zu verteidigen. Tun Sie, was Sie tun müssen. Aber jetzt fliegen Sie erstmal los. Versuchen Sie, aus deren Scanner-Reichweite zu bleiben. Ich denke auch, dass sich das Herz von Albion-Schiff zurückziehen sollte. Ich sende Sprungkoordinaten. Diese sollten Sie in ein sicheres Gebiet schicken, bis hier alles vorüber ist. Verstanden. Leutnant, sind Sie sicher, dass wir nicht kämpfen sollen? Ja, bin ich. Je weniger Herz von Albion-Schiffe Plutarch hier findet, umso besser. Okay, halte mich bereit. Viel Erfolg. Tja, danke. Ja, es ist wahrscheinlich wirklich besser, wenn Plutarch nicht so viel von uns hier findet. Das wäre äußerst schlecht so. Und da wird der Sprungantrieb aktiviert. Komm, das schauen wir uns noch kurz an aus nächster Nähe. Haben sie nett gemacht, nicht schlecht. So, und wir sollen zu diesem Schiff dann fliegen. Also gut, machen wir das. Sie sind in Ihrem Sektor. Ich will sofort wissen, wenn Sie auf den Scannern auftauchen. So, schauen wir doch kurz, was wir hier haben. Ui, ja, ein bisschen was. Triad Verteidiger. Ich sehe Sie. Hier spricht die kanteranische Raumsicherheit. Brechen Sie Ihre Verfolgung ab, oder wir werden Gegenmaßnahmen einleiten. Tja. Keine Antwort. Ich denke, dass das Drohnen sind. Nur geschickt, um ohne Risiko aufzuklären. Ich empfange einen Datenstrom von den Drohnen. Wir müssen sie ausschalten. Ui, was ist das hier? Ach, du schand unser Giga rum. Mach dich weg, Junge. Ein Plutarch-Großschiff ist gerade reingesprungen. Was? Er öffnet das Feuer auf die Bergbauschiffe. Sie sind überall. Wir versuchen, Antriebe und Waffen außer Gefecht zu setzen. Versuche, ihr Feuer weg von den Bergbauschiffen zu lenken. Na toll. Also, gleich mal Waffen ändern. Auf die dicke Plasma. Wir haben Halifax verloren. Ich hoffe, das war ein Unfall. Natürlich war das ein Unfall. Was denkst du denn? Nakano, wir verlieren Menschen hier draußen. Schnelle Einsatzjäger sind auf dem Weg. Warten Sie einen Moment. Verteilt euch! Lasst euch nicht treffen! Ja, das ist alles andere als einfach, liebe Isha, sie nicht treffen zu lassen. Ryback hier! Wir kommen heiß rein! Kapitän, Sie können hier nicht helfen! Verschwinden Sie von hier! Wir können Ihr Feuer auf uns ziehen! Bringen Sie einfach die Leute hier weg! So, das ist dieser blöde Turm muss doch... Der muss doch bald kaputt sein, das gibt's doch gar nicht. Sollen wir sie gehen lassen? So, das wäre erledigt. Und jetzt. Okay, jetzt sollen wir den Antrieb von dem Schiff kaputt machen. Alles klar, probieren wir's. Na komm, dann nutzen wir mal. Sie sind rausgesprungen. Na toll. Keine Kontakte. Albions Krank, wir können die meisten unserer Schiffe nicht erreichen. Wie viele sind bei Ihnen? Nicht viele. Wir benötigen zusätzliche Schiffe, um nach Überlebenden zu suchen. Verstanden. Schiffe sind auf dem Weg. Tja, da ist ja einiges los hier. Aber schade, dass dieses Großkampfschiff von Plutarch da abgehaut ist. Das hätte ich gerne noch ein bisschen auseinandergenommen. Vielleicht hätten wir es ja auch kapern können. Wir haben ja noch den Marineoffizier an Bord. Ja, wobei, ich glaube, der hat nur 8 Marines dabei. Ob das reicht, ist die Frage. Was ist denn das jetzt? Der wehrt sich gar nicht, oder was? Der steht bloß dumm rum. Okay. Interessant. Ja, dann halten wir halt mal drauf. Okay, die Waffe ist zu heiß. Ja, dann nehmen wir den Bergbauleser, wollen wir nicht draufhalten. Dann machen wir das Ganze so rum. Und noch einen.
Also haben wir ein bisschen Lot eingesteckt, okay. Es wurde sicher im Frachtraum verstaut. Naja. Auch so wieder so eine kleine Ungereimtheit, ne? So, Munitionscontainer. Was ist denn da los? Kann ich die jetzt nicht looten oder wie? Ah doch, ich habe das Wrack wegfliegen müssen, alles klar. Es wurde sicher im Frachtraum verstaut. Also haben wir noch ein bisschen was mitgenommen, sehr schön. Und jetzt sollen wir wieder in diesen Highway jumpen. Ja, okay, also diesmal hin. Fliege zu erloschene Fackel. Ja, die haben immer so schöne Namen für ihre Zonen. Aber ich habe dieses Sternentor, was Isha da angesprochen hat, habe ich jetzt nicht gesehen in dieser Zone. Auf dem Scanner war auch nichts, ne? Nee. Nee, sehe ich nichts. Aber vielleicht ist hier noch was. Ah ja, jetzt wird es freigeschaltet hier. Also wenn man dann in die Nähe kommt, wird wohl diese Zone auf der Karte freigeschaltet. Und hier ist auch schon wieder eine Verbindung zu einem Superhighway. So, und raus. Erreiche erloschene Fackel. Mein Gott, hier ist ja gar nichts. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Also hier, diese Zone ist ja tot. Da ist wirklich bloß dieser kleine Superhighway. Ja, komm, da düsen wir da auch noch durch. Ach, jetzt geht's wieder nach Blanker Kern. Ja, den kennen wir ja schon, den blanken Kern. Also hindurch. Ah, ein bisschen Windschatten. Hat noch nie geschadet. Tja, schade. Also ich habe schon gesagt, aber ich hätte mich jetzt echt gefreut auf ein bisschen Mining-Action. Tja, aber die Tatsache, dass Blutach hier jetzt auch schon umeinander turnt, das lässt mich mal nichts Gutes erahnen. Also das wird wohl bedeuten, dass Blutach hier jetzt in De Vries öfter mal vorbeischauen wird. Und die Reaver nicht mehr unser einziges Problem sein werden, sondern auch die Blutach Mining. So, hey, was ist das hier? Erreiche tödliche Last. Die Station hier ist von... Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Die ist von den Reavern, die Station. Das ist ja wild. Okay. Und hier, was ist denn das? Kann ich da drauf schießen? Ja. Oh, das sind offenbar so Minen. Ja, und wie? Da fliegt ja einiges an dem Zeug rum. Oh, da muss ich ja richtig aufpassen, dass ich da nirgendwo dagegen brömpel. Da kommt das Problem. Fliegen wir mal dagegen. Boah! Alte! Boah, scheiße! Schild komplett weg! Boah, die folgen uns, oder? Kann das sein? Oh, shit! Boah, Alte! Schnell weg hier! Ja, klar, die folgen uns! Sidewinder-Antrieb Mark 2. Repariert. Oh, Schande. Ja, aber hallo. Boah, diese Teile sind ja mal voll krass. Also ich habe den Eindruck, die haben irgendwie so einen Annäherungsdetektor oder so, weil das... Uiuiui. Da haben wir ja ordentlich auf die Hülle was bekommen. Mir war vielleicht ein bisschen leichtsinnig, da einfach so dagegen zu fliegen. Aber da muss man echt aufpassen. Wir hätten sie ja was sagen können. Ja, okay, jetzt wissen wir Bescheid. Aufpassen bei solchen stationären, ja, beziehungsweise sind ja nicht stationären, ich schätze, das sind solche, ja, einfach so Bomben mit Annäherungsdetektor, ist ja echt fies. Aber gut, jetzt wissen wir, die Reaver haben hier eine eigene Station, wie sieht denn das auf der Karte aus? Ah, okay, hier tödliche Last, also den kannten wir bisher noch nicht. Gut, und jetzt geht's dahin, singender Schleier, und dann werden wir ja vermutlich... Genau, wieder da hoch müssen. Da ging ja der Spaß los. Hier ist ja auch unsere Station. Vielleicht ist die mittlerweile auch schon fertig. Wäre möglich. So, was macht unser Schiffchen, die Scaldis? Die steht wahrscheinlich bloß blöd rum. Folge Albions Gang. Oh nein, komm. Heißt das, die fliegt jetzt ebenfalls durch dieses ganze Gepömpel? Ja, hoffentlich geht die nicht drauf. So, was hast du geladen? Weizen? 6666. Und dann müssen wir noch einen Verkaufsauftrag machen. Das können wir noch schnell machen. Wir erwarten neue Anweisungen, Sir. Ja, nichts neue Anweisungen. Hier ist Goldis. So. Ware von Station gekauft. Weizen in De Vries. Nächstes. Jawohl. Zeigen, wie viel. Alles verscheppern. Zustimmen, handeln. Okay, passt. Gut, du auf dem Weg sein. Also, wir haben beim letzten Mal gelernt, es gehen wohl nur
3 geplante Flüge am Stück, also länger ist die Trade-Warteschlange nicht. Und jetzt, wo er das Ganze abgearbeitet hat, jetzt kann er auch wieder was Neues annehmen. Okay. Wäre das auch erledigt. Aber wir müssen ganz dringend mal unsere Mühle reparieren. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Nee, zum Glück haben wir einen Techniker an Bord. Der hat unseren Antrieb wohl wieder repariert. Mein Gott, das zieht sich jetzt aber ganz schön hin, dieser Highway. So, aber da vorne sind wir dann wohl auch schon, wenn es in Richtung Superhighway nach Gleisen der Wahrheit geht. Und dann war es das für heute auch schon wieder. So, und raus, jawohl. Sengender Schleier. Ja, vielleicht sollten wir hier vorher noch schnell andocken und unsere Mühle reparieren. Übertrage das neue Koordinaten gar nicht an uns schlecht. Folgende Schiffe. Vorausgesetzt natürlich, die haben hier auch entsprechend... Ja, da hinten ist so eine Reparaturdingens. Okay, aber wir können sonst noch diese Handelsangebote freischalten. Haben wir die auch in der Datenbank? Also hier brauchen wir Nahrungsmittel und Energiezellen. Oh, ihr zahlt aber wenig, 20% unter dem Durchschnittspreis. Ja, Energiezellen verkaufe ich euch sicher nicht. Nee, könnt ihr vergessen. Das muss nicht sein. Aber gut, dann docken wir hier an. Da ist auch schon ein Techniker. Supi. Passt. Ach Gott, und ich habe jetzt wieder verpennt, auf Andocken zu klicken. Also, zack, andocken. Dies ist die Albion Skunk. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Andockerlaubnis erteilt. So, prima. Also, wäre das erledigt, ich repariere jetzt die Mühle und hört dann auf, mach Schluss für heute und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich sage an euch, vielen Dank fürs Zuschauen, hoffe es war einigermaßen interessant. Es hat sich zwar jetzt etwas anders entwickelt als eingangs gedacht, aber gut, haben wir nicht in der Hand, können wir nicht steuern. Ich freue mich auf ein Wiedersehen in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play X Rebirth. Bis dahin, eine gute Zeit, macht es gut und Servus!